Herzlich willkommen zur Mini-Kräuterkunde im Frühling. Ich freue mich, dass ich euch hier begrüßen kann, denn alles blüht und es ist wunderschön. Ich sitze hier im Bibelbeet neben Adam und Eva und die Lilien blühen. Es ist einfach schön. Mit dem Bibelbeet hatte ich immer so ein bisschen Sorgen, weil da diese Pflanzen, die sonst die Hitze brauchen, nicht so kamen. Und da haben wir wie so eine Wiese gesät und die kommt jetzt noch. Aber ich möchte euch an eine Pflanze erinnern, an eine ganz große Heilpflanze, sozusagen eine ganz enge Freundin vom Brennnessel, die ich so liebe. Und diese Pflanze hat sich hier so mächtig ausgebreitet, dass wir den nächsten Kurs da reinschicken. Das ist der Ackerschachtelhalm. Also wenn ihr hier hinter mir gucken würdet, würdet ihr alles voll Ackerschachtelhalm sehen. Alle Pflanzen, die wir besonders brauchen, die wachsen viel und ganz nah um uns. Wenn wir jetzt jeden Tag spazieren gehen am Wald, alles voll Ackerschalm. Die wachsen richtig in ganz großen Herden. Und hier, alles voll, in jedem Beet Ackerschachtelhalm. Den wird man gar nicht los. Und das sagt uns was. Ich würde euch so ermutigen und erinnern, sucht Ackerschachtelhalm, fragt Freunde, Gartennachbarn und findet ihn und ihr werdet ihn finden, weil er eigentlich fast überall wächst. Der Ackerschachtelhalm ist unsere große Heilpflanze gegen Osteoporose. Es hat ganz viel Kieselsäure, macht unsere Knochen fest, macht unsere Haare fest, macht unsere Zähne fest, macht unsere Nägel fest. Also das ist ein Allround-Talent und ihr könnt, denkt noch mal dran, Ackerschachtelhalm muss eine halbe Stunde gekocht werden, so leicht, sonst geht die Kieselsäure nicht raus. Oder ihr weicht sie am Abend vorher ein und köchelt sie dann ein bisschen. Ne? Es geht immer um die Kieselsäure. Und dann könnt ihr mal so eine Kur machen. Mal sagen wir 3-4 Wochen trinkt ihr 1-2 Tassen Ackerschachtelhalm-Tee und stärkt eure Knochen und könnt euch gleichzeitig das auf den Kopf gießen und so ein bisschen einmassieren. Eure Haare werden schön fest. Ihr könnt Spülung machen, wenn ihr Probleme mit der Mundflora habt. Spült mit Ackerschachtelhalm. Ihr könnt eure Fingernägel reinlegen zum Festwerden. Ihr könnt ein Sitzbad machen. Zur Osteoporose nochmal gesagt, ne? Also ihr wisst, dass so eine Erkrankung ganzheitlich angeguckt werden müssen. Da sollten wir achten, dass wir Zucker weniger nehmen, nicht so viel Milchprodukte, nicht so arg viel Fertignahrung und Brot essen, sondern wirklich vollwertige Sachen. Aber der Ackerschachtelhalm, ihr könnt ihn sehr gut trocknen. Und wenn ihr wissen wollt, wie man gut sammelt und trocknet, könnt ihr euch meine Sendung in der kleinen Kräuterkunde angucken und alle anderen Sendungen könnt ihr euch auf Hope TV anschauen. Auch immer Dienstag um 20.45 Uhr haben wir ganzheitliche Sendungen, wo ihr einfach über diese guten Kräuter und über die Ganzheitlichkeit was erfahrt. Wenn ihr sagt, ich möchte das noch mehr als Tee haben, könnt ihr euch auch Tinkturen ansetzen mit 38%igem Alkohol. Der Ackerschachtelhalm ist so ein starker, mutiger Gesell, der überall ist, wo wir sind, weil er weiß, wir brauchen ihn. Ich grüße euch aus dem Kräutergarten mit Ackerschachtelhalm und wünsche euch starke Knochen, starke Haare, gute Zähne und bleibt gesund und froh.